Hi, guten Morgen. Vor allem für Maja und Sophia, die gerade am Aufstehen sind. Und willkommen zurück bei Familie Reuss, die sich hier einen wunderschönen, entspannten Urlaub in Frankreich macht. Und ja, Sophia, mach mal dein Bett. Der Frosch hier ist gerade auch aufgestanden, gleichzeitig mit uns. Du kannst ja mal gern zum Frühstück ein bisschen Zähne putzen oder zum Aufstehen ein bisschen Zähne putzen. Die Maja isst erst was, bevor sie die Zähne putzt. Und dann schauen wir mal, wie wir den Rest des Tages noch verbringen. Sind die kleinen Kinder eigentlich alle noch da oder sind die gegangen? Nee, die sind alle gegangen. Was sind das eigentlich für Leute, die uns hier die ganze Zeit als Besucher angezeigt werden? Das ist vielleicht nervig. Das sind ja nicht unsere Besucher, das sind einfach Forscher, die hier mit wohnen. Naja. Hat jetzt eigentlich Emily die ganzen Sachen, die wir hingelegt hatten? Also die Wurfscheibe auf jeden Fall. Die können wir ja mal zurückgeben. Und hatten wir hier nicht noch was rumliegen? Ich dachte, ich hätte ja auch einen Ball oder sowas mal hingelegt. Irgendwo hier in die Ecke. Keine Ahnung. Wir können ja ein bisschen Wurfscheibe spielen. Mit Maya. Wie hier dann fertig sind. Was? Warum denn Eis essen? Nein! Warum? Weiß gar nicht warum. Toll. Du möchtest Evelyn ein Geschenk machen. Okay. So, ihr beide habt auch ausgeschlafen. Das ist sehr schön. Dann kannst du ja gerne mal hier zur Toilette gehen. Was? Toll. Das haben sie aber schön gemacht. Das sind beides Frauentoiletten. Das ist ja der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Na gut, dann geht mal lieber ins Café. Dort, wo wir jedes Mal hingehen. Was soll's? Und Jamie macht sich erstmal noch fertig, bevor er losgeht. Hier einmal das Bad benutzen und dann sollen wir auf den Friedhof gehen, um dem Kurator des Museums seine letzte Ehre zu erweisen und ihn bei seiner Frau beizusetzen. Weil er es ja leider nicht mehr lebend aus dem Museum geschafft hat. Das ist sehr tragisch. Den nächsten Raum gescheucht werden. Ah ja, du bist hier die Dumme, die hier einfach reinkam, obwohl ich hier Zähne putzen wollte. Sowas Unhöfliches. So, ihr beiden Mädels geht jetzt einfach mal raus. Weg von diesen unhöflichen Leuten. Wer ist das? Gesha Parker, du bist jetzt auf unserer Hassliste. Auf unserer Feindesliste. Sagt mal, ihr beiden, würdet ihr dann vielleicht doch mal losgehen? Ich weiß nicht, was ihr für Probleme habt. Los! Ab geht's. Danke. Ich hoffe, ihr schafft das jetzt auch ohne meine Hilfe. So, und Sophia kann jetzt zusammen mit der Maya Wurfscheibe spielen. Das machen sie hoffentlich auch hier hinten, weil hier ist ganz viel Platz. Hier wäre das perfekt geeignet. Und wir haben nur noch 12 Stunden Urlaub. Dann sollten wir mal das Beste draus machen. Also das war jetzt ja nicht wirklich als Abenteuerurlaub geplant, nur Jamie hat halt ein bisschen ein paar Abenteuer bestritten. Wir sollten eigentlich uns auch ein bisschen mehr mit den Mädels noch anfreunden. Müssen wir mal schauen. Machen wir jetzt die Aufgabe schnell zu Ende und schauen dann, was wir noch so machen können. Können wir nicht einfach durch die Tür gehen? Ah, hier ist auch gar nichts dran. Okay. Dann hier hinten, die Türen sind alle. Hier scheint irgendwas dahinter zu sein. Oh, hier ist auch ein Loch. Dann schauen wir mal. Da ist eine Truhe drin. Oh, da brauche ich mir einen Schlüsselstein. Okay, was für ein Schlüsselstein denn? Ein Herzschlüsselstein, okay. Hier ist eine Truhe drin, die wir öffnen können. Sehr gut. Da können wir gar nicht erst durch. Oh, Geld. Gern. So, dann gehen wir noch durch die andere Tür dort. Wir können dann auch mal hier untersuchen gleich.
Die hinten ist auch offen, zum Glück. Und hier ist auch ein Herzschlüsselstein, den wir brauchen. Die müssen wir irgendwo herkriegen. Oder ansonsten können wir halt einfach die Truhen nicht öffnen. Schauen wir mal, was hier drin ist. Und ein Herzschlüsselstein. Yay, jetzt müssen wir uns aber entscheiden, welche der beiden Truhen wir öffnen. Vielleicht ist in einer der beiden Truhen auch noch ein zweiter Herzschlüsselstein drin, aber wenn wir die falsche nehmen, dann kommen wir vielleicht nicht an die andere. Das ist ein bisschen doof. Und es scheint sich diese Tür geöffnet zu haben. Sehr gut. Mal schauen, was hier drin ist. Ah, scheint, als müssten wir hier jetzt die Überreste hineinlegen. Okay, dann machen wir das mal. Oh, und hier ist der Herzschlüsselstein drin. So, ja, wir müssen nochmal öffnen, weil wir jetzt nochmal die Überreste reinlegen wollen. Und so, damit haben wir jetzt die Aufgabe abgeschlossen. Der Spuk hat ein Ende. Manon Godard wird sicher erleichtert sein, wenn Jamie die ganze Geschichte erzählt. Okay, dann müssen wir das noch machen. Und können jetzt mal die beiden Truhen öffnen, die hier noch verschlossen sind. Und dann gehen wir mal los und erklären alles, was wir da jetzt so rausgefunden haben. Über den armen Kurator und seine tragische Geschichte und sein tragisches Ende. So, du kannst dann gerne meine Bestellung aufgeben. Es ist wieder nachmittags, heißt wieder ein leckerer Kuchen. Oder ein paar Törtchen. Schokokuchen, ich will Schokokuchen. So, und du kannst dich hierher setzen. Und ihr beide könnt nochmal was essen. Habt ihr jetzt eigentlich ein bisschen Wurfscheibe gespielt? Ich weiß es gar nicht. So, du kannst gern Joghurt essen und du gern auch. So. Das solltet ihr beide hinkriegen. Huch, nein! Nein! Oh, wir wollen das Zeug doch mitnehmen, was da drin ist. Nimm mit. Sehr gut. Und dann kannst du alles erklären gehen. So, und du bestellst dann jetzt auch gleich noch was zu essen, wenn Philipp hierher kommt. Du kannst eigentlich ein bisschen Erdbeerkuchen essen. Die beiden ein bisschen Kuchen, den ihr essen wollt. Und schau mal, was wir noch in der anderen Kiste finden. Wenn Jamie sie gleich geöffnet hat. Viele schöne Sachen auf jeden Fall. Die können wir dann alle, wenn wir zurückkommen, verkaufen oder irgendwo aufstellen. Je nachdem, wie wir denken, ob wir das brauchen oder ob wir es verkaufen können. Ist auf jeden Fall echt toll, was wir hier alles gefunden haben. Oh, wie lecker. Joghurt mit Früchten und ein bisschen Müsli. Ist aber schön, was hier da ist. Ja, und wollen wir dann vielleicht mal schauen, ob wir nochmal zu den Fouchiers gehen. Der Lefebvre-Typ ist irgendwie gar nicht da, aber wir können ja einfach nochmal zu den Fouchiers gehen. Mit beiden. Und nochmal unsere neu gewonnenen Freunde verabschieden. Und ihr esst was. Und Jamie ist hier nochmal berichten. Dann können wir nochmal schauen, ob wir uns kurz nochmal mit den Mädels anfreunden können, so ein bisschen. Damit wir wenigstens das noch hinbekommen. Oh, da ist der Elaine-Typ. Naja, jetzt ist er hier. Oh, oder wir gehen mit den Mädels einfach hierher. Können ja mal hierher gehen. Und Sophia kann auch hierher gehen. Dann kann sich Maya hier mit... Naja, eigentlich wollte sich Maya mit jemandem freunden. Aber schauen. Komm, hierher, Maya. Und Jamie erklärt jetzt gerade, was Sache ist. Ich bin ja so froh, dass der ganze Spuk nun ein Ende hat. Jetzt kann ich endlich jemanden einstellen, der das Museum zuverlässig überwacht. Ich danke dir. Hier ist deine Belohnung. Okay. Schön. Na, freuen wir uns einfach ein bisschen mit Sophia an. In den Witz erzählen, sie umarmen, in einen Tratsch verbreiten, gerne auch über unser Abenteuer sprechen, was wir hier erledigt haben, auch wenn es ein bisschen eine traurige Geschichte ist und vielleicht nicht ganz so geeignet für kleine Kinder. Der haut jetzt nicht ab, oder? Okay. Können wir die nochmal begrüßen. Und dann passt das hier soweit.
So, du kannst doch gerne mal hier auf Toilette gehen. Dann kannst du die Toilette auch entstopfen, aber nein, muss nicht unbedingt sein. Und ich würde sagen, dann treffen wir uns hier auch nochmal mit den beiden, dass wir alle zu fünf da sind und dann gemeinsam zurückfahren können. Was war das jetzt? Oh, nein, ihr sollt kein Fang spielen. Nein, danke. Ihr sollt eher ein bisschen regionalen Tratsch verbreiten. Ich habe gerade eigentlich keine Lust drauf, dass ihr ein bisschen Fang spielt. Meine Grimassen schneiden, ein bisschen spielen. Ja, was stellst du dich denn auch bitte in die beiden Reihen, Philipp? Das muss ja nun wirklich nicht sein. Am Hotspot Nektarium von Champlissim fliegt heute Nacht die Kuh. Ah, seit wann ist das ein Hotspot? Ist mir ja auch neu. Oh, die haben sich aber schon richtig gut angefreundet. Dann brauchen wir uns eigentlich gar nicht näher mit mit ihr anfreunden. Dann sollten wir das wirklich eher mit Maya machen. Hier sehen die Beziehungen ganz gut aus. Ja, das passt soweit. So, ja, wir können hier so ein bisschen Händchen halten und tief in die Augen blicken und so einfach so ein bisschen die Zeit beenden. So, mal schauen. Wir haben ja noch den ganzen restlichen Abend. Ich denke, Jamie und Maya können sich hier noch zu Ende anfreunden. Gewinne Philipp als besten Freund und Jamie als besten Freund. Mal schauen, wie weit wir das schaffen. Was könnt ihr nochmal spielen? Und ja, das Geschenk geben brauchst du ihm eigentlich nicht. Meinetwegen nochmal plaudern. Ja, Millie beherrscht die soziale Netzwerkfähigkeit? Nein. Was die hier immer für Gerüchte verbreiten, die überhaupt nicht wahr sind. Das ist ja nicht zu fassen. Dann kannst du nochmal Jitter singen. Jitter. Oder wie auch immer. Ja. Und der Typ hier macht die ganze Zeit Fotos von uns allen. Schön. So, und ich würde sagen, du kannst dann mal gern zu Maya gehen und sie nach ihrem Tag fragen. Ein bisschen Promi-Tratschen und regionalen Tratsch und alles so ein bisschen, was geht. Und vielleicht noch einen genauen Witz. Und du kannst hier vielleicht mal auf Toilette gehen, Sophia. Und dann vielleicht, ich weiß auch nicht. Was kann Sophia denn so Schönes machen? Vielleicht ein bisschen Schach spielen. Sie hat ja ein bisschen Logik. Kann ja nicht schaden. Und Sophia beherrscht die Tanzenfähigkeit? Nein, eigentlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Okay. Wie gesagt, die sind eigene Gerüchte, die hier die ganze Zeit verbreitet werden. Das ist eigenartig. Scheint wohl so normal zu sein, wenn man Tratsch. Ich dachte nur immer, dass die Leute die Wahrheit erzählen und nicht hier so die schlimmsten Gerüchte verbreiten. Und du kannst ja von ihr auch mal das Lied lernen. Haben wir noch ein bisschen was zu tun. Oh, wir haben uns schon mit Jamie angefreundet anscheinend. Sehr gut. So, du erzählst noch so den einen oder anderen Witz. Und dann können wir gleich auch ja, Frankreich verlassen. Weil ich würde sagen, dann haben wir unsere ganzen Ziele so erfüllt. Wir haben uns hier mit den allen ein bisschen angefreundet. Vor allem Jamie hier mit den Mädels. Kann man so sagen. Und ja, haben das ein oder andere Abenteuer bestritten. Und oh, eine süße Verabschiedung. Also nein, eine süße Umarmung, so zum Schluss. Und ja, ich weiß nicht, ob sich das jetzt noch lohnt, so die letzten 2, 3 Minuten hier zu bleiben, weil eigentlich haben wir ja, eigentlich haben wir hier alles erledigt, was wir erledigen wollen. Kannst du dir auch mein Geschenk geben? Hast du denn irgendwas, was du ihr schenken könntest? Ja, so ein Diamant oder so.
Was haben wir da Schönes? Marquis-Schliff, schillernder Prachtedelstein. Oh, wie sie sich freut. Oh, wie süß. Das war aber große Freude. Das war echt süß. Ja, du kannst dir auch mal gern was kannst dir auch mal gern was vorsingen. Das Philippus Kennspa oder Philipp Kennspa. Keine Ahnung. Oh. Sehr schön, wie sie hier alle vor dem Kramladen stehen oder Reliktladen und noch die letzten paar Minuten hier genießen. Ich würde sagen, ja, jetzt sind es so um die 15 Minuten rum. Ich würde sagen, das reicht für die Folge. Ich muss ja auch nicht jedes Mal 20 Minuten machen. Und ja, dafür sind wir dann aber in der nächsten Folge wieder zurück in Ann Arbor. Und ich finde das halt einfach besser, wenn ich die Folge abschließe und die Reise weglasse, also dass ich sozusagen zwischen den Folgen verreise, weil ja, sonst hat man das so, dann sind wir 2, 3 Minuten in Ann Arbor und das bringt es ja auch nicht. Deswegen beende ich die Folge hier und wir sehen uns morgen in Ann Arbor wieder. Und ich hoffe, ihr seid da wieder mit dabei und freut euch, was wir da so Schönes erleben werden. Dann ist der entspannte Urlaub natürlich wieder vorbei und wir haben wieder Alltag. Aber ja, das war doch jetzt eigentlich auch mal ganz schön. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Tschüss.